Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei The Golf Club. Und ja, es geht weiter mit der nächsten Runde. Wir wollen wieder ein neues Loch spielen und in der nächsten Folge die nächsten neuen und so weiter und so fort. Wenn ihr am Gewinnspiel noch teilnehmen wollt, könnt ihr das gerne machen. Bis Folge 14 ist das möglich, also 14 Tage dauert das Ganze. Da habt ihr Zeit dann zu gewinnen. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung gehen, Gewinnspiel. Und dort könnt ihr dann bei Part 1 des Let's Plays könnt ihr einen Kommentar hinterlassen und einen Daumen hoch geben. Und dann seid ihr in der Auslosung dabei. Jeder Kommentar wird in der Trommel dabei sein und dann wird nämlich gelost. Und der Gewinner bekommt von mir dieses Spiel über Steam kostenlos zugeschickt. So, jetzt wollen wir mal weitermachen. Wir fangen mal mit einer Tour an. Suchen wir uns mal was Cooles hier raus. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Newest nicht unbedingt. So, English Open. Wieso werden hier immer nur so wenig angezeigt? Eigentlich ist es extrem viel und auch mit den Plays. Wobei 113 Touren. Ich glaube, ich habe mich da getäuscht, wenn wir Play Round machen. Ah, da klappt das dann auch mit den Bewertungen. Hier kann man dann auch die Ratings sehen. Highest Rate. Warum auch immer das jetzt 2,4? Aha. 8. Ach, HB Official. Moment, Search by Text. Findet ihr auch gerade recht wenig. Eigentlich sind das hier tausende von... Da, 2400 Kurse. So, Most Played. 5,4000 Mal gespielt. Wertung 6,4. Wir können uns auch sonst einfach nochmal eine Runde raussuchen. Hier, Wacky Golf Fun. Difficult Hardest. 13 Mal Par 3. 5 Mal Par 4. Kein Mal Par 5. Also, dann würde ich lieber eins nehmen, was hier wirklich... ja, das Klassische hat 4 mal Par 3, 4 mal Par 5 und 10 mal Par 4. Und dann machen wir einfach mal so eine Runde auf einem coolen Kurs. Wenn ihr selber Kurse habt oder wenn ihr selber... ja, hier sehen wir auch eine Bestenliste. Minus 9 haben hier welche geschafft, aber wir sind noch Anfänger. Wenn ihr selber auch mal wollt, dass ich irgendeinen Kurs spiele, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und wir spielen jetzt einfach mal einen richtig schönen schweren. Und... Ach du Scheiße. Das kann ja lustig werden. Und danach spielen wir mal eine Tour mit irgendwie 3-4 verschiedenen Plätzen. Meine Fresse und direkt den Teich vor der Schnauze. Oh mein Gott. Na gut, auf geht's. Und der Ball fliegt. Und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt. Nicht ins Wasser, bitte. Jo, also der Abschlag war schon mal erste Sahne. Gute 350 Yards. Okay, you're about 140 Yards out here. Ja, das lässt sich schon mal sehen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den jetzt hier auch mit dem zweiten Schlag auf dem Grün unterkriegen. 7 Meter oder 7 Meilen pro Stunde Rückenwind. Können wir ruhig ein bisschen kürzer ansetzen. Pitching Wedge ist wahrscheinlich zu kurz. Ich will auch nicht, dass der im Bunker landet. Ah, halt an. Ja, geht. Ist okay. Also, hier geht es natürlich nur ums Paar, ne? Nicht um Birdies oder sowas, sondern jetzt müssen wir wirklich zusehen, dass wir einfach das Paar retten. Fertig. So, ein bisschen nach rechts. Boah. Ah, da hätten wir lieber mit dem Pitching Wedge gechippt. Oh, bitte jetzt nicht wieder beim Putten die Fehler. Wo ist der Break? Wo ist der Break? Also, leider ein Boogie nach dem super Abschlag. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Naja, weiter geht's. Okay, Hole Number 2. Let's see what you can do here. Das sieht ja auch mal wieder mies aus. Also da müssen wir auf jeden Fall hier rechts schön sicher
Ah, oh, Mann, Mann. Nehmen wir lieber ein Dreierholz. Da haben wir auch ein bisschen mehr Toleranz. Toleranzbereich. Ach du Scheiße. Der fliegt auch ganz schön weit. Oh, halt an. Glück gehabt. Reload. Puh. So, was haben wir? 167 Yards. Geht ein bisschen bergauf. Fahne steckt schön weit hinten. Also die Fahne ist ziemlich einladend. 65 Water. Also im Water ist er jetzt eigentlich nicht. 167, also da müssen wir schon noch ein bisschen Dollar zu lang, gerade weil wir jetzt auch 53% nur haben, warum auch immer. Naja. Komm, hauen wir mal richtig rauf jetzt. Ja, lieber mit dem Eisen. Der hat den irgendwie so gesehen, als wenn er im Wasser gewesen wäre. Leider, dabei war die Lage gar nicht so schlecht. Jetzt heißt es natürlich wieder ums Paar kämpfen. Jetzt brauchen wir eine richtig gute Annäherung und ich glaube, mit dem 95 Yards Seitenwind sollte das gut hinhauen. Ja, der müsste, glaube ich, ganz gut kommen. Ja, it's gonna have to bite. Ist ein bisschen weit. Bisschen weit. Geht noch in den Bunker. So ein Ärger. Ja, das ist schwierig, immer aus dem Bunker das zu... so ein bisschen Tempo rauszunehmen. Das ist natürlich jetzt hier ganz massive Doppelbogey-Gefahr. Alright, we're setting up 30 feet from the hole, so have fun with this. Wie sieht der denn an? Wo ist denn das Loch? Ach, da. Ja. Ja, wir müssen einfach mal gucken. Roll, wieder viel zu kurz, meine Herren. Da ging es auch bergauf, glaube ich. Mann! Also, das ist jetzt gerade wirklich schlecht. Und auch der knapp am Loch vorbei. Boy, das ist ja jetzt richtig peinlich. Okay, let's see what you can do with this 8-footer. Aber wir kommen immer näher, ne, dem Loch. Meine Fresse. So, jetzt haben wir es gleich. Eine schlanke 9er, immerhin noch einstellig geblieben, Alter. Aber gut, da werden noch Löcher kommen, die nicht ganz einfach sein werden. Auch wenn es bei dem hier jetzt wirklich nicht der Fall war. Aber das war jetzt einfach nur richtig schlecht. So, weiter geht's. Das ist ja auch mal wieder eine schöne Bunkerkonstruktion, Alter. Da hat der ja richtig Spaß gehabt beim Machen. Da können wir hoffentlich einfach drüber wegspielen. Oh, leicht das Leis. Oh, Fairway, oder? Ah, Bunker. Scheiße. Schade, sonst wäre ich da sehr zufrieden gewesen. So, müssen wir mal gucken. 216 Yards, die Fahne noch weg. Das können wir natürlich vergessen, da werden wir erstmal vorlegen. Der ist gut. Und dann müssen wir jetzt mit dem nächsten möglichst wieder versuchen, an die Fahne ranzukommen. So, was haben wir? 73 Yards. Bisschen Gegenwind. Ja, Feuer frei. Looking good. Hätte ruhig noch ein bisschen rollen dürfen. Schade. See if we can save par here. That would be nice. Ja, das wird schwer werden, par zu saven. Und bam! Awesome. Was ein schöner Putt. Also, das Paar gerettet. Das bügelt zwar nicht die 9 aus von vorhin, aber endlich mal ein richtig guter Putt, ey. Das konnten wir mal gebrauchen. Schönes Ding. So, was ist das denn wieder für ein Scheiß hier? Halbes Inselgrün, 186 Yards. Boah, 49 Feet nach unten. Boah, da müssen wir aber ordentlich Tempo rausnehmen.
Jetzt habe ich ja schon ein bisschen Schiss wieder vor dem Wasser. Oh, das ist Ärger. Und Gegenwind auch noch, dann lieber den hier. Hit and Hope, ne? So heißt es so schön. I think we're getting wet here. Kacke! Na gut, also dann doch das. Oh, yeah, und der geht links. Bit of a poor swing. Doch, der ist gut. Wäre der jetzt gerade gekommen, dann wäre es natürlich noch besser. Oh Mann, ey. Aber der erste Schlag ist natürlich ärgerlich da auf die Kante. Geh rein! Fast. Ah, war gut. Den haben wir jetzt mal richtig mit Zug gespielt auch. Dann rollt er auch mal über 10 Yards. So, und das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr werden. Nice putt. Gut. Ja, ärgerlich. Das hätten wir den jetzt nicht ins Wasser geschickt, den ersten. Dann wäre es sogar noch ein paar gewesen. Na gut, weiter geht's. Okay. Fifth hole coming up. Auch wieder sehr schön. Ein leichter Hook. Durch die Bäume, immerhin noch in den Bunker. Vielleicht kommen wir sogar links am Baum vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wo die Fahne genau ist. Also wir müssen auf jeden Fall vorlegen, das ist schon mal gut. Ich hoffe, der ist nicht zu weit. Passt. Schön. So, dann war es auch ganz egal, dass wir in den Bunker gehauen haben. You're on the fairway. Okay, about 130 yards out. So, wo ist die Fahne? Da ganz hinten, ne? Zwischen Wasser und Bunker. Die steckt ja wieder richtig toll. Leichter Gegenwind. Aber ich glaube, mit dem Schläger kommen wir da, glaube ich, ganz gut hin. Ja, der Wind wird den Ball ein bisschen nach links bringen. Aber die Länge war gut. Kann man mit leben, ne? Auch wenn der jetzt bisschen links wegläuft, aber das ist ja erst der dritte Schlag gewesen. Dass man immer sich jetzt das Loch suchen muss hier mit dem Ding. Oh, das wird ja ein lustiger Putt werden hier. Da müssen wir ja richtig aufziehen, weil das schön bergauf geht. Komm, geh rein! Ah, über die Kante. Schade. 9-footer hier. Oh Mann, ey. Schon wieder so ein scheiß Break hier. Nice little putt on that one. Also, das war ein richtig gutes Loch, obwohl wir da halt den Bunkerschlag hatten. Also, da kann man wirklich sagen, die 5 gerettet. Okay, hole number 6. Ist ja auch wieder interessant. 143, ja, geht bergab. Diesmal können wir auch ein Eisen weniger nehmen. 9er müsste eigentlich ausreichend sein. War ein bisschen weit rechts vielleicht. Ich hoffe, der Wind kommt noch gut zum Einsatz. Ja, ja, wunderbar. Also, vielleicht schaffen wir sogar noch ein paar hier. Ein Birdie hier. Alright, you're on the green. Okay, for the Birdie. Komm! Schade. Aber das leichteste Paar, was wir in dieser Runde schon hatten, immerhin, ne? Ah, sind wir schon bei der 7. Und 2 Pars in Folge. Mensch, es läuft richtig gut hier. So, was haben wir hier? Da hinten geht's richtig bergauf. Interessiert uns jetzt noch nicht. Wir wollen erstmal den Schlag unterbringen. Leichter Hook. Oh, Gott sei Dank noch am Baum vorbei. Ooh, no good. Okay, you're kinda in some deep stuff. So, 208 Yards, das ist ganz schön weit und es geht auch bergauf, also das ist ja mal eine richtig Hammerbahn. 207 Yards, ja, das können wir erstmal knicken. Ich würde sagen, wir legen den easy vor, hier unten irgendwie rein. Ansonsten haben wir da keinen Spaß gleich. Well, I'm just glad to be out of the deep stuff. This is good. Okay, we're sitting at around 110 yards to the pin. Ja, 37 Yards geht's nach oben. 37 Feet.
120 kann man, glaube ich, schon nehmen, ne? Na, stopp, halt an. Ja, also auf dem Well, Grün you're ist on the er. green. Huge, Mit ein huge bisschen putt Glück coming wird es up. hier noch ein paar Yeah, looks werden. like about 18 feet from here. Ja, nein. Bricht leider relativ früh nach rechts weg, schade. Jo. All right, let me dig out the Aber immerhin, scorecard here. noch ein Bogey. Ist schon durchschnittlich gesehen ein gutes Sitting Ergebnis, wenn man mal wide die open for neuen this betrachtet round hier now. auf A2. Das war wirklich Okay, next Ausnahme. stop fairway. Aber es Right. wird mal Zeit für ein Birdie, ne? Wird mal Zeit. So, hier haben wir auch wieder ein interessantes Fairway. So, da geben wir dem jetzt aber richtig mal einen mit. 591 Yards. So, mal gucken, was passiert. Oh, leichter Doesn't look like it's Slice. on the fairway, but it's all right. Komm, und jetzt links runter schön. Geht vielleicht sogar noch. Keine Büsche im Weg. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir den sogar über die Bunk über den Bunker noch rüber. Versuchen wir es mal. Okay, fast. Aber er liegt immerhin sicher auf dem Fairway. Okay, back on the fairway. We set Naja, our sights on that passt green. schon. Looks like we're about 220 yards out. Oh Gott, will der hier jetzt abkürzen oder was? 220 Yards. Meine Fresse. Na gut, meinetwegen bin ich dabei. Schlag war gut. Jetzt muss er nur noch auf dem Grün liegen bleiben. Ah, leider durch den Baum, sonst hätte es vielleicht sogar geklappt. So, aber das Paar bitte noch. Aber das Paar bitte noch. Bisschen weit. All right, you're on the green. Geht That aber is noch. awesome stuff. Let's see So, if we can komm save jetzt. par on this putt. Ah, knapp. Ouch. Schade. Really thought you'd end up with a par on this Also, leider one. nur ein Bogey. So let's Da see how hatte ich that echt all gedacht, dass der adds Break up. ein bisschen heftiger wäre, aber man kann sich gerne mal ein bisschen Sitting verschauen. at 10 over for the round. Ah. 10 over, Hole also number 10. 9. Gut, wenn wir jetzt diese 9 weglassen, da die natürlich ein bisschen unnötig war, dann wären wir jetzt bei 4 über. Das ginge sogar noch, aber 10 ist natürlich schon heftig. So, das letzte Loch für heute. Und da hinten ist die Fahne irgendwo. Aber wir müssen den erstmal sicher rüberbringen. Und der liegt sicher. Jo. Jo, perfekt. Sehr schön. Nice. I'd say it's about 120 yards or so to the pin from here. Also, jetzt vielleicht mal die Chance hier ein Birdie zu spielen, auch wenn die Fahne hier ziemlich kurz ist hinterm Bunker. Man hat hier auch übrigens, hier kann man auch eine Übersicht machen. Da rechts irgendwo sehen wir es denn oder auch eigentlich sehen wir es nicht. So, der kommt, glaube ich, ganz gut. Oh ja. Also, nochmal eine Birdie-Chance. Das wär's doch. Jetzt roll noch ein bisschen Richtung Loch. Und dann sind wir Sweet. alle zufrieden. Okay, 11-footer here. This is definitely makeable. Naja, danke für den Druck. Ach, Mensch, schon wieder zu weit links angesetzt. All right, Ärgerlich. nice little 2-foot putt. Naja, kein Almost had a Birdie birdie auf there. den ersten Just neun. moment to be Also, had. wir haben da Nachholbedarf. Nächste Folge geht's Well, weiter. you have Danke, an Leute, fürs amazing Zuschauen. round going after 9. Not Wäre amazing, schön, wenn ihr not dann auch wieder bad. dabei seid in der nächsten Folge und wäre auch schön, wenn ihr mir hier einen Daumen hoch hinterlassen könntet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschö.